junkfoodtechter.com und wie angekündigt werde ich jetzt ab sofort ab Folge 1692 auch anfangen, ja, reinrassiges Mikrowellenessen zu verkosten. Und ich fange an mit Kokette. Ja, das ist eine Art No-Name-Fertiggericht-Label aus dem Lidl. So, Paprika, Zucchini, Champignons. Tiefgefroren ist das. Ja, Hähnchenfleisch und cremiger. Ja, und so weiter. So, Zucker 1,1. Eiweiß ist gut 8,1. Ballaststoffe 1,4. Fett 4,4. War gar nicht mal schlecht von den Nährwerten her. Gekochte Nudeln. Und so weiter. Eigentlich auch, sehe ich jetzt hier eigentlich die Zutaten gehen auch in Ordnung. Ja, okay. Vicon Convenience GmbH aus Wunstorf. Okay. Achso, genau. Natürlich ist jetzt die Herstellung wichtig. Okay, genau. Okay, bitte nicht die Siegelfolie einstechen. Das heißt, die Siegelfolie lasse ich drauf, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Okay, jetzt muss ich dann erstmal recherchieren, wie viel Watt ich eigentlich habe. Okay, alles klar. Okay. Hier steht es ja auch, also hier ist relativ idiotensicher. Also drittens erst öffnen, nachdem es drin war. Dampfventil. Okay. Steamwall. Steamwall. Ja, wer versteht den Witz? Okay. So, jetzt ist es also 7 Minuten in der Mikrowelle gewesen. Man sieht, hier hat sich auch schon Wasserdampf abgesetzt. Ja, und zum Thema, wie viel Watt, habe ich in der Betriebsanleitung nochmal nachgelesen. Also, die Mikrowelle verbraucht 1500 Watt. Aber das ist das Wichtige, Mikrowellenausgangsleistung ist 900 Watt. Okay, also habe ich 7 Minuten gemacht. Jetzt mal gucken, ob es sehr pufft, wenn ich aufziehe. Nee, nicht wirklich. Also was man jetzt spart im Vergleich zu so einem, wenn man jetzt ein Pfannengericht machen würde, an Strom weiß ich jetzt nicht, wie viel man spart. Aber man spart auf alle Fälle sich das Abwaschen vom Teller und das Abwaschen der Pfanne. Man muss nur noch den Löffel abwaschen. Ja. Ja, sie haben gesagt, einmal umrühren. So viel ist das gar nicht hier. Das erinnert mich eigentlich sehr an das andere, an die Pfannengerichte. So. Okay. Geflügelstückchen hier. Die sind noch ein bisschen angebraten. Also logischerweise denke ich, dass die in der Fabrik gebraten wurden. Das schmeckt sehr schön. Ja, die Nudeln schmecken nur so ein bisschen aufgewärmt, aber die Geflügelstückchen machen das dann wett. Also ich gebe hier für das Win. Jetzt ein bisschen auf Englisch noch. So, this was my first microwave review, so in episode 1692. I managed it, and I'm started off with reviewing this instant meal, and it's chicken in creamy cheesy sauce. The chicken is super delicious, and it's by the German no-name Lidl brand Kokette. Yeah, and this is really a dedicated microwave food. And I did it because I have a 900 watt microwave for 7 minutes.
Nutrition is rather nice. Look at this. Carbohydrates and protein are good. And not so much fat and some fiber. So, and yeah, this is funny. Look at this. This is like the foil. And the foil has a steam wall. Yeah, I think most of you will know steam and wall. funny. Okay. Yeah, and you whilst it's like cooking in the microwave, it stays on top and everything goes fine. Yeah, so the noodles, the pasta just tasted like heated up, but the chicken pieces are like fried. They must have fried the chicken pieces in the factory, and they taste super delicious. Yeah, and that's the reason why I rated it a win. Okay, thanks for watching, and yeah, stay tuned for more microwave reviews.